Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Death Stranding. Ich bin immer noch auf dem Weg, um Deadman seine Klamotten zu holen. Der ist ja in den letzten Aufnahmen schön geflogen und hat die Hälfte liegen lassen. Also die Hütte, in der er saß, ist völlig eliminiert worden. Und wir müssen jetzt halt gucken, wo das Gerümpel liegt. Andere? Nur noch eine kleine Strecke. Ja, ja. Wir haben es gleich. Pass auf, und dort wartet Hicks. Das war ja ein Auftrag extra für mich. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. So, das ist ja jetzt weg, weil Annäherung ans Ziel. Ah, hier. Verdammt, ist das kalt. Ja, ich weiß. Wirklich verdammt kalt bestimmt. So wie das hier aussieht. So. Na, bald mal da. Hex, wo bist du? Wo bist du das hingeflogen? Wo war hier die Hütte? Ich weiß es gar nicht mehr. Da sind wir jetzt kurz vor Edge Not City. Wir müssen erst noch zu Hartman. Hartman? Hartman? Hartman, Hartman, Deadman. Oh, furchtbar. Nee, Hartman, weil Herzensmann, ne? Dort müssen wir jetzt hin, wenn wir das hier endlich mal geschafft haben. Und dann... Ich habe es. Na, wir nehmen mal die Leiter. Ist risch. Die ist gar nicht so schlecht hier. So. Ab wieder zurück. Marsch, marsch. Ja. Der soll uns helfen. Zudem sollen wir aber einen Leichnam von Mama mitnehmen und den Anhänger, den wir von Clifford geklaut haben. Und dann geht's nach Edge Not City.
Und über den riesengroßen Tergürtel, wo kein Schwein weiß, wie ich darüber komme. Beziehungsweise ich weiß es nicht. Huch! Ging es abwärts. Dort muss ich hin. Sehr schön. Oh Gott, mein Lieferbot gleich wieder losschicken. Das ist gut. Umso besser. Na bitte. Aber da runter, da unten sind doch die... Bleibst du mal stehen, du Horst? Hallo. Ich bin völlig gechillt. Du machst immer den Stress. Ah, geschafft. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich aus der Lücke rauskomme. Also bitte. Hopp. So. Ja, ich muss ehrlich sagen, meine Prioritäten liegen mittlerweile nicht mehr auf den... Erbauen von Straßen. Oh, mir fällt gerade was ein. Ich muss mal ganz kurz Päuschen machen. Ganz kurz. Ich bin auch sofort wieder da. Ich habe noch Kartoffeln auf dem Herd. Moment. Alles in Ordnung. Ein Kartoffeln geht's gut. So, weiter geht's. Sind noch ein bisschen hart. Meine Kartoffelchen. Gibt nämlich heute Kartoffelsalat. Eigentlich sollte ich um die Zeit, wo ich jetzt hier aufnehme, noch schlafen. Aber meine Augen waren der Meinung, wir sind jetzt wach. Wir wollen jetzt aufstehen. Ist egal, dass es erst 11:45 ist. Du kannst ruhig aufstehen. 4 Stunden Schlaf reicht völlig aus. Na, glücklicherweise ist ja Samstag, ne? So, wieso sind denn jetzt schon wieder GDs? Ich
will keine GDs. Schön. Schön. Wenn ich direkt darauf zulaufe, laufe ich direkt durch die GDs durch. Wäre schön, wenn du einer für mich entsprechen könnte. Ah, das sag ich dir. Na bitte. Moment, ich guck mal kurz auf meine Karte. Ja, ich laufe direkt darauf zu. Mach das weg. Ja, ist noch eins. Nehmen wir mit. Na bitte. Sehr schön. Ich versuche gerade mal mein Mikro ein bisschen runterzuschrauben. Dass das nicht mehr ganz so empfindlich reagiert. Das ist ja furchtbar. Und dafür auch ein Stück mehr zu mir zu holen. Das steht ja mittlerweile nicht mehr auf meinem Tisch. Ich habe mir ja mittlerweile einen Arm zugelegt, aber da das ja alles noch nicht so richtig etwas sein soll, hängt der Arm so zwischen meinen Monitoren und das gefällt mir gar nicht. Wenn das dann irgendwann fertig ist, dann hängt der an der einen Seite von hinten komme ich diesmal. Cool. Ja, wenn mein Schreibtisch dann soweit fertig ist, wenn wir dann umgezogen sind in unsere neue Wohnung, dann hängt der Arm an meiner linken Seite. Und da kann ich ihn leiser drehen, da kann ich ihn näher ranholen. Aber hier, wenn ich ihn noch näher ranhole, stört er dann meinen Monitor. Und ich weiß gar nicht, ob er davor biegen muss. Und ich muss natürlich gleich flexen, das geht ja gar nicht anders. Ich müsste mir ja einen Jedi kaufen. Also, ja. Was heißt ich mir kaufen? Das hat mein Freund mir gekauft. Deswegen. Oh, wir sind da. Noch eine Runde. Ab. Komm, Sam, jetzt hab ich mich so abgeschickt. Ab. Ja. Sehr schön. So, und das nächste ist, ich habe aber noch nie die richtige, richtige Einstellung gefunden. Und von Spiel zu Spiel ist es immer anders. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Sehr schön. Acht geprüft. Vielen Dank. Oh Anzug Gott, wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Moin. Irgendwie bin ich nicht schnüpfig. Genau. Schön. Hey Sam, willkommen zurück. Harte Reise wie immer, schätze ich. Es ging. Es war ein bisschen kalt, aber es ging. Wow, du hast wirklich gut auf alles Acht gegeben. Ganz ehrlich, der Zustand verdient doch keine andere Bezeichnung als perfekt.
könnt ihr das auch mal ganz abliefern? Aber immerhin. Wir werden das hier durchstehen. Deinetwegen. Jo. Vielen Dank, Sam. Gerne, gerne. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Ja, ich bin da schon dabei. Das ist prima. Ja, das kannst du gleich mal zum Bergsteig geschaffen. Genau. Ah, sag mal, ich hatte doch zwei Bots. Wo ist denn der andere Bot? Gut. Wir müssen Leichenlieferung. Hartmanns Labor, das ist ja nicht weit weg. Nein. Lieferung in verschneites Berggebiet. Ah. Nein. Ja, die Leiche müsste auf dem Rücken, ne? Wo denn sonst hin, der Herr? Hast du den komischen Anhänger mit? Toll, schleppen wir wieder Mama durch die Bedanik. Ah, locken kommt selber. Also gut, Sam. Kümmer dich um sie. Und keine Sorge, sie wird nicht nekrotisch. Orlingen ist speziell. Wäre lustig, wenn unsere Haas letztendlich der Schlüssel zur Rettung für uns alle sind. Das jetzt so schnell gemacht, mein Freund. Du hattest die gerade noch auf dem Arm. So nicht, ne? Das war. Welch Schmur war das? Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. So, Hartmann. Wo muss ich denn hin? Mit der Kirche ins Dorf. So weit ist es ja nun eigentlich nicht, ne? Aber es ist ja auch Tatsache, dass der irgendwie mitten im... Ich komme nie aus dem Schnee raus. Niemals. Was? Mensch! Mama! Waffeneinschränkung aufgehoben. Oh, ob das. Das ist bestimmt weit weg. Zu weit weg, ne? Das ist ja natürlich cool, wenn ich Leute hochschicken möchte. Dann muss ich probieren. Ich probiere das. Hier hoch. Ich will das probieren. Tatsache! Geil! Thank you.
Ganz kurz. Vielleicht wird das ganz. Oh, ist schon. Aber den Part beenden. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge von Death Stranding. Bis dahin, ciao. In the